Nein, 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 Bronco, komm, ich bin klein und süß. Oh, Mann, sorry, ich hab mich gerade 8 Kilometer geschoben. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Zustellen an der Wand. 1, 2. Okay, er fährt hier hoch, auch okay, lass ihn vorsichtig und die Brücke hier gleich links frei machen. Ja, da können die Autos besser schieben. Hey, Ferrari verloren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cops vs. Racer in Mulege. Heute mit einem ganz neuen Präsidenten. Nicht neuen Präsi-Auto, aber da sitzt wer Neues drin. Aber das hört ihr gleich in der anderen Sicht. Wer da drin sitzt, wenn ihr das genau wissen wollt, guckt auf jeden Fall die anderen Sichten. Link steht unten in der Videobeschreibung. Und erstmal hallo und herzlich willkommen an alle. Servus. Hallo. Hallo. Und ich habe nicht vergessen zu erzählen, wer alles dabei ist, aber ich habe gedacht, ich lasse euch heute erstmal Hallo sagen, dann vergesse ich das nämlich nicht. Mit dabei sind Carplayer, K-Mix, Letny, Mezzo, Panic, Brücke Golf, Falken und Alex. Ja, Hallo habt ihr ja schon gesagt und von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zur Racer-Vorstellung und ich würde sagen, wir fangen mal in Fahrtrichtung rechts an. Auf jeden Fall kann sich hier heute keiner beschweren, dass die Racer zu dunkel sind. Und wir haben sogar noch dieselbe Farbe. Und hier. Damit wisst ihr, der Mezzo im MG7 oder was auch immer. Und der Spadboy im Lotus 320. Und ich würde sagen, wir sind so grell und auffällig. Ja, ihr findet uns nicht, passt dazu nicht. Wir sind mutig und trauen uns das. Und damit gehen wir in die Runde. Und damit geht die Runde los. Los, Mezzo, komm. Ich habe mich nur angestupst. Das warst du jetzt. Ich habe ihn nur ein bisschen angestupst. Und er stand scheinbar nicht auf der Bremse. Einmal Plesi zustellen. Eigentlich wollte ich ihn am Anfang runterschießen, das wollte Mezzo aber nicht. Nee, also, das kann man nicht machen. Wollte man nur zustellen. Ich wollte mich halt vorne vorstellen, ein Stück zu spät gebremst. 15 Sekunden, wir dürfen nicht vergessen, Schaden anzuschalten, ich ziehe Autobahn weiter. Ja, zurückzusetzen, ja. Ja, ich habe ihn noch nicht eingeschalten, aber das mache ich jetzt. Also, mein Auto ist einfach nur nicht schnell, ne? Dafür kann er aber, glaube ich, kurven. Ja, siehst, ich hab genau das andere Extrem davon. Höchstgeschwindigkeit 209. Ich glaube, Höchstgeschwindigkeit irgendwie 370 laut Telemetrie. Also ich glaube zwar nicht dran, aber... Aber er ist schon schnell. Dafür kann er kurven nicht so gut. Ja, okay, also verhältnismäßig ist er schnell in der Kurve. Aber ich glaube, du bist bestimmt schneller in der Kurve. Oder hast es mit Beschleunigen raus. Obwohl, so schnell ist er noch nicht. Der ist noch nicht mal schnell in der Kurve. Er ist wendig halt. Ja, dann hättest du aber lieber irgendwo in Guanajuato einsetzen sollen. Oder du hältst dich nur in Molokai auf. Ja. Vielleicht fahre ich ihn mal in Guanajuato. Und Zeitblase, ja, Deluxe. Vielleicht ist das ja schon. Genau. Kann ich mich eigentlich in der Blitzerzone in einem NPC verstecken? Frage ich mich gerade. Okay, mit der Farbe nicht. Dann, ne? Ja. Ich fahre jetzt nämlich gerade mitten in einem NPC drin. Das ist ja süß, wenn das geht. Also ich habe eben auf jeden Fall im Festival einen Kopf gehabt, bin dann zwei Kurven schnell gefahren und habe ihn, glaube ich, abgegangen. Probier's, was passiert, wenn der jetzt aus der Blitzerzone rausfährt und ich immer noch in ihm bin. Brauchst halt immer noch, okay, jetzt bin ich raus. Oh, das sieht aus, als ob Letny da war. So, Driftspuren.
Nee, aber es sah aus wie ein BMW. Wo warst du oder bist du denn? Im Festival. Ich bin mal weg. Ich möchte Letni jetzt eigentlich gerade nicht begegnen. Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Hilfe, Audi! Mitten in der Schlucht. Ja, der muss das erstmal aufholen. Also ich hatte einen Kopf in der Schlucht Richtung Kreisel. Ja, also auf jeden Fall ist er wendig. Wo fährst du denn hin? Jetzt Festival raus nach Kollege. Okay, dann fahre ich. Sorry an dich und an die Zuschauer, aber ich konnte mich gerade nicht muten. Ja, das mitten in der Verfolgung. Dann fahre ich jetzt mal große Brücke. Der Bronco hat mich auf 23 beschleunigt. Ich stehe voll auf dem Gas, ohne zu bremsen wird es danach weniger wieder. Perfekt. Also du fährst jetzt nach Gonachato rein, oder? Ja. Nach Mulachi, Entschuldigung. Ja, meine ich ja. Da war ein Kopf gerade geghostet, sonst hätte er mich voll getroffen. Hast du deine Verfolgung noch? Ja, wir sind immer noch in Mulege. Was? Was ist so der Plan, wo du hinfährst? Kollege. Ah. Okay, ich fahr erstmal die Bildschirme hoch. Ich würde hier am liebsten nicht raus. Enge Straßen sind wirklich sein. Bongo. Audi und BMW. Ja, aber ich muss ja mal rausfahren, um auch was anderes zu sehen hier. Soll ich eine Häuserwände sehen, oder? Ja, verstehe ich. Und wo fährst du jetzt hin? Serpentinstraße Richtung Serpentinen. Okay. Jetzt hat mich der... Eigentlich hätte mich der Prisi gerade, also Letni mit dem BMW gerade voll erwischt und ist aber einfach durch mich durchgeghostet. Dann hat einer von euch Netzwerk. Ich habe gerade vorhin in der Anmod festgestellt, mein Auto ist ziemlich groß. Also das ist ziemlich. Okay, ich habe 71 Motor. 160 ist mit Anschieben die neue Höchstgeschwindigkeit. Ja, das war wahrscheinlich vorhin, als wir dich halt 10-fach im Begrenzer geschoben haben. Also auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt haben. Ja. Ja, dadurch, dass der halt so eine niedrige Geschwindigkeit hat, das ist halt extrem. Ich kann halt nur in Sechsten schalten und da ist halt, ja, ne, Maximalgeschwindigkeit und. Das ist 100 Motor. Perfekt. Ich bin, glaube ich, an der beknacktesten Stelle, wo man ungefähr sein könnte. Ja, habe ich mir nicht ausgesucht, sorry. Ja. Gerade am Staudamm. Ja, aber das ist aber wirklich ein Auto, das gehört nach Guanajuato. Eben. Eigentlich hatte ich mir den vorhin auch für Guanajuato aufgebaut. Also, an die Zuschauer, wir haben vor der Folge eine Guanajuato-Folge aufgenommen. Wer weiß, ob die schon gekommen ist. Wenn nicht, Zeitblase Deluxe. Und nebenbei, wer es mitbekommen hat,
Natürlich ist das kein Lotus 320, sondern Lotus 340R. Aber irgendwie muss man euch ja auch mal ein bisschen pricken, dass ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt. Muss ich ja mal ein bisschen energisch werden. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was eure Meinung dazu ist. Okay, Cop im Offroad-Weg zum mittleren hin. Ob der MG denselben Spoiler hat wie der Porsche Panamera, der auch so komisch lustig ausfährt, nach zu beiden Seiten. Okay, 315 auf der Autobahn, schaffe ich. Knapp. Audi. Oh. 322, 323. 223, so. Nochmal ein Audi in der Kurve. Hat Gott sei Dank nicht so viel gemacht. Doch, 5. Hä? Der hat 5% Motor gemacht. Das für ein Schrott. Jetzt fahre ich nur noch 350. Ich fahre gerade Strandstraße. Habe aber nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwas dran habe. Aber könnte natürlich sein, dass mir jetzt vom Festival was entgegenkommt. Sag er, Kurven kann der nicht. Sorry, Audi. Aber das war nur eine Handbreite im Offroad. War gerade Schlucht Richtung Festival. Also Mollege raus Richtung Staudamm. In Mollege die Kurven da noch. Mit den Leitplanken kann ich mit 200 nehmen. Okay. Guck mal, was du Schweizer da fahren kannst, wenn du da vorbeikommst. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Also im Moment habe ich gerade keine Cops mehr, also ich sehe keine Cops mehr, so. Ich war außen am Festival Richtung Rennstrecke. Biege jetzt in die Rennstrecke ein. Und schau mal, ob ich mich da irgendwo verstecken kann. Okay, hinter mir ist er. Da war er, der Audi. Guck mal, Audi. Waren wir da lang? Nein, wir fahren da lang. Ich werde jetzt gleich Dragstrip Richtung Festival fahren. Jo. Und dann versuchen aus dem Festival. Ne, ich fahre erstmal hinten die Haarnadel. Au, ein Audi. Ja, 33 Motor geht schon. Dann immer noch 250. Ich fahre hinten ins Dreieck rein. Werde hoffentlich keine Dive bekommen, aber ich. Eigentlich ist er fies, gell, aber ich könnte umdrehen. Oh, im Dreieck umdrehen. Ja, kurz vorm Dreieck, dass sie es nicht sehen. Einfach so auf freier Straße? Ja. Das ist mies. Ist das ja, finde ich auch. Weiß ich nicht. Hallo Bronco. Eigentlich okay. Soll man nicht drehen, oder? Ja, zum Verwirren vielleicht schon. Also ich bin jetzt doch wieder Dragstrip in die andere Richtung unterwegs. Da wollte mich der Bronco hinhaben. Ja. Ja, aber manchmal ist ja auch so, kann man die Regeln natürlich auch ein bisschen ausweiten. Das passiert, glaube ich, auf jeder Racer-Seite. Kurz einfach der Schlucht angebremst, damit keiner mehr rankommt. Danke Bronco fürs Anschieben. Immer noch nicht Bronco? Okay. Wenn mich der BMW dahin haben will, dann fahren wir halt da lang. Dass meine Bremsen nicht mehr wollen, so wie ich will. Der ist ihn auf 50 an, trifft der Audi nicht mal. Die mal Strandstraße wieder
durch. Also für ein Audi habe ich scheinbar noch genug Power. Und ich war nur 210. Ach, jetzt ziehen wir mal Autobahn durch. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Hallo Ivo. Okay. Durchgeschoben. Ich war trotzdem... Hilfe. Zu früh eingelenkt. Oh, wow. Da schießt einer über den Kreisel drüber und... Hallo Ivo. Okay, er schießt mich ins Offroad. Ja, okay, Leute, ich wollte das Richtung Große Brücke zurückfahren. Wenn ihr mich jetzt Richtung Autobahn schiebt, dann kann ich euch aber auch nicht helfen, okay? Und Starthilfe vom Audi, perfekt. Gott, ich hab die ganze wütende Meute hinten dran. Einen Audi abgewehrt. Okay, sportlich, let me. Okay. 87 Motor. Fahren wir Richtung Molochi runter. Ja, okay. Ja, ich fahre Richtung Molochi. Das ist okay. Ja, dann fahre ich vielleicht nicht den Dirtweg hier rein. Du, ich habe 87 Motor. Das wird nur noch begrenzte Zeit gut gehen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht nicht den Dirtweg rein, der zum Haus führt. In Molege. Okay, 93 Motor. Wenn sich da vielleicht... Ja, ich wäre wahrscheinlich genau jetzt am Haus, so ungefähr. Also da porten sich jetzt einige. Aber das war ja klar. Ja. Ich habe noch 10 Minuten. Da hält ein Force eigentlich immer genau in die Richtung, wo man nicht hin will. Das ist irgendwie auch so Murphy's Law. Oh, der MG macht sich eigentlich gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Ach komm, ich fahr mal gleich wieder rein, da kommt mir definitiv einer entgegen. Und ein Kopf. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen, der Audi. Wieso, wo denn? Kreisel. Ah, okay. Ich glaube, ich muss heute doch nochmal nach Molochi rein, ansonsten heißt es, ich fahre immer dieselben Straßen. Das mache ich jetzt mal. Wobei, ich war ja schon am Anfang in Molochi. Jetzt bin losgefahren dann, ne? Genau. Fällt mir da gerade so auf. Und steht oben einer auf der Brücke und guckt runter. Scheinbar nicht. Oder die suchen dich. Na, vielleicht hat mich ja der eine gesehen. Ja, könnte vielleicht möglich sein. Weil hier Molochi ist irgendwie ruhig. Hier da vorne fahren zwei Autos, könnten Kopf sein. Da ist einer. Sag doch mal wo. Festival Drag Strip. Ah. Und jetzt gleich Festival wieder raus Richtung Lege.
ohne Bremssporn zu hinterlassen. Ich habe gerade aktuell keinen hinter mir. Ja, ist schön, aber die. Man, irgendwo werden sie ja suchen. Ja. Ja, wahrscheinlich in Mulege, hast du recht. Fahren wir auf der Autobahn. Da suchen die mich auf jeden Fall nicht. Ja, weil sie mich haben. Achso. Mulege Südrennstrecke, falsch rum. Ich kam gerade aus dem Offroad-Weg rauf, hat ein Ivo auf mich gewartet und der Bronco. Ach komm, ich zieh mal Stauraum durch. Kurve. Okay, ich fahr. Willst du danach hinfahren? Ich fahr Startplatzumrundung und dann wahrscheinlich werde ich mal Verbindungsstraße durchziehen oder irgendwie so. Okay, dann kann ich ja hinten in den Dschungel fahren. Achso, nee, warte mal. Ich fahr Haus. Gott, wieso bremst denn dieser Wagen eigentlich? Okay, ich hab einen Kopf hinter mir. Okay, ich habe Bronco und Ivo hinter mir, also die werden jetzt wahrscheinlich mich fokussen. 243 hat er mich beschleunigt. Und wie viel Motor ist dieses Mal? Null habe ich davon bekommen. Okay, der schmeißt sich selber ins Offroad. Ich muss ja gestehen, ich habe die. Okay, Bronco, du bist geil. Schießt mich halt irgendwie ins Gemüse und direkt am Audi vorbei. Ja, der wollte mich gerade attackieren und hat sich selber auch ins Gemüse geschossen. So Leute, jetzt machen wir das mit der Autobahn nochmal richtig. Ich hab, mir ist irgendwie gerade eingefallen, ich habe den MG von Frontantrieb auf Heckantrieb umgerüstet. Deswegen verhält sich der immer noch irgendwie so ein bisschen wie ein Frontantrieb. Oder? Nee, wir fahren jetzt einmal Richtung Festival durch, genau. Also mal noch hier Richtung Festival. Hast du den Antriebswap genehmigen lassen? Auf Heckantrieb brauche ich, also den brauche ich nicht genehmigen lassen. Doch. Ist ein Antriebswap. Muss man nachher einen Riegelhüter fragen. Naja. Dann kommt halt bei Metzo auch eine Isetta drauf. Wir müssen eh mal eine Folge machen, wo wir nur in Isetta fahren. Ja. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wer weiß. Hallo Ivo. Mein Kopf habe ich auf jeden Fall losgeworden. Bronco direkt in die Fresse, ein 64 Motor. Audi und. Nein. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt keilen die mich ein. Ach komm. Okay, ich geh jetzt hier. Jetzt würde ich hier rausgerosten. Das mache ich nicht. Wäre eigentlich geil, mich gleich hier zu porten. Schauen, ob da irgendwer hinterfährt. Leute, das gibt eine Revanche. Das war zu schnell. Ich fahr's mal in die Strecke. Evo. Wo? Kommt nicht bremsen, der Evo. Ja, auf der Rennstrecke im Festival. Ach so. Ja. Ich weiß schon, ich liegt heute ein bisschen drauf an. Ach, da kommt er, guck mal. Schon wieder vorbei. Macht heute irgendwie Laune, bis ich den ersten dann schon Teil kriege. Da macht's keine Laune mehr. Bist du was? Bis ich den ersten dann frontal kriege, dann macht es keinen Spaß mehr. Ja. Ja, so ein bisschen mit den Kopf spielen, egal wer auf der anderen Seite ist, macht immer Spaß. Gott, der lenkt ja gar nicht ein. Park schon wieder ein Audi frontal, sag ja. Hey, Leute, nicht schon wieder. Scheiße, ist das geil, schon wieder genau dieselbe Stelle. Hey, das kann's echt nicht sein. Der MG kommt einfach nicht um die Kurve. Wurdest du jetzt schon dreimal festgenommen? Ja. Und ich erst einmal? Mensch. Ja. Dass ich mal ja, nicht der Meilste bin, hörst du? Ja, okay, habe ich auch nichts gegen. Ja, ich bin gut, ich weiß aber auch nicht, vielleicht. Also, ich habe zwar zweimal
Kopf abgeschüttelt. Aber vielleicht haben sie auch mich, lassen sie mich auch mehr links liegen, durch dieses, dass Letty durch mich durch ist oder so. Ich weiß nicht, wie das auf Kopfsicht aussah. Ja, oder wegen deinem Heckmotor. Ja, den haben sie eigentlich gut kaputt gekriegt, dadurch, dass ich halt nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit habe. Okay, da ist ein Audi. Auf der Autobahn gewesen. Als ich gerade abgefahren bin. Aber der kam mir halt auch entgegen und da konnte ich halt gleich wieder eine Kurve nehmen. Also, so ein kleines, wendiges Auto hat halt auch was. Okay, der ist auf jeden Fall hinterher. Also er hat gesehen, dass ich ins Festival rein bin. Okay, aber er weiß nicht, wo ich eigentlich sicher sein. Das ist alle Richtung Festival zuziehen. Ich muss jetzt nur versuchen, dass ich ihm entgegenkomme und dass er wieder drehen muss. Oder ich vorher rauskomme, bevor er mich hat. Okay, da sind 2, 3 Cops, 4 Cops. Fährst du eigentlich hin, dort? Gerade ums Festival. Okay. Nein, 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 Bronco, komm, ich bin klein und süß. In die Steine gehauen fast. Und vor mir lagen noch so kleine Steine. Ich habe mir gedacht, der Versuch, gib einfach Gas und das Auto springt über die Steine drüber, als wäre es Blumi. Perfekt. Na komm, fahren wir mal die Autobahn auffahrten. Ah, dann fahren wir. Jetzt spielen sie Ping-Pong mit mir. Wenn irgendwann ein Schläger dabei hat, bist du der Ball. Ja, ich habe halt kaum noch Reifen. Problem nicht heute schon mal, oder Tim? Ja, vielleicht. Also zumindest am Aufnahmetag. Wir sind übrigens in der Overtime, stelle ich gerade fest. Seit einer halben Minute. Und ich habe das Gefühl, ich habe keine Cops mehr. Ja, kann sein, dass ich alle hier habe. Lohnt sich es noch, mit der Drohne zu kommen? Ja. Dann wird in Gottes. Was ist er denn? Startplatz jetzt gleich. Sehe ich schon, brauchen ein bisschen, bis ich da bin. Ja, da konnte ich jetzt nicht weiter ausweichen, das wäre sonst zu gemein gewesen. Jetzt bist du aus der Sync-Zone raus, jetzt muss ich mich e-porten. Ich fahre um Startplatz und rum. Und dann nur lege rein oder so. Wobei, nee, dann nur lege raus, ich habe keine Reifen mehr. Da habe ich auf jeden Fall gerade 2 Cops geküsst.
Da wo bist du jetzt? Halt? In die Dirtwege. Abschütteln kann ich sie eh nicht mehr. Meine Taktik ist jetzt einfach nur noch überleben. Oder mich selber am Baum überschlagen. Da ist die wilde Jagd. Hab ich gefunden. Nein, jetzt seid ihr schon wieder aus der Zone raus. Ach komm. Da sind sie wieder. Kaum war es 3 Sekunden, sind sie wieder da. Tschüss. Er muss sich so ein bisschen vor mir porten. Ja, yeah. Noch geht's. Ich versuche jetzt nicht große Brücke zu fahren, weil mit den Reifen schieben die mich da 1A runter. Viel Gewicht habe ich auch nicht. Das heißt, du fährst Staudamm? Ja. Ja, bei nochmal sowas würde ich mich tatsächlich sogar ergeben, weil ich glaube, da bin ich jetzt auch rausgekommen, weil ich so ein bisschen rausgerückt wurde, weil das Auto so leicht ist. Darf man das auch nicht immer vergessen. Also ist noch eins fast drin zu überleben. Ja, nee. Hm? Fest? Ja, fest. So fest, wie man nur fest sein kann. Schade. Ja. Damit würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Wir gehen zu den Cops. Es gibt neue Racer. Nicht? Ja, und Hallo. Damit würde ich sagen, gehen wir in den Cut. Es gibt neue Racer, neue Cops. Wir gehen zu den Cops, neue Racer. Und ihr kennt das Spiel. Wir gucken uns die Racer-Autos aus der nächsten Runde an. Und damit sind wir bei den Racern. Und die können sich mal selber vorstellen, wenn sie schon so böse sind, dass sie verfolgt werden müssen. Und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal beim Mustang an. Ja, damit hast du mein Auto schon genannt. Ich bin der K-Max und ich fahre den Ford Mustang RTR Spec 5. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Danke. So, und es wurde eben schon gesagt, Hot Wheels Autos sind verboten. Aber die sehen doch so schön aus. Ich fahre gerne Hot Wheels. Und zwar in einem 575 Maranello. Und mein Name ist Alex. Ja, und da das nur eine Lackierung ist, ist das gerade so noch in Ordnung und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Ab geht's in die Runde. Verschwindet. Ja, die Racer hauen ab. Und wir gucken einfach mal, wie wir das alles einteilen. Bronco macht Bronco-Sachen, ist klar. Einfach mal alles abfahren, was du findest. Hoch hinaus gucken, ob du eventuell einen fliegenden Ferrari findest. Okay. Die zwei Evos würde ich tatsächlich mal wirklich Flugplatzstraße hinten und die ganzen Umgehungen da hinschmeißen. Ein Audi auf der Serpentinstraße plus Staudamm. Einer Mulege. Einer ins Festival, wo ich mich dann auch so ein bisschen mit rumtummel. Das war die Strandstraße Festival und Verbindungsstraße alles abdecken. Ich würde sonst das erste machen. Was war das nochmal? Staudamm, Seppetin. 3, 2, 1. Staudamm, Seppetin, will ich schon machen. Wollte ich auch machen. Ja, von mir aus. Also alle drei Staudamm, dann geht das. Dann gehe ich ins Festival. Was hat der? Der dritte ist nur Lego, ne? Aber wer macht Flugplatzstraße? Ja, die zwei Evos. Achso. Hast du nicht zugehört? Ich will tatsächlich die Map erst nochmal aufmachen. Es ist einfach komisch, weil es komplett umgekehrt ist. Ja, ja, genau. Kein Standard. Öfter mal was Neues. Ja. Du kannst nur neue gute zeigen, Sachen finden, wenn man was Neues ausprobiert. Ne? Sich ja zeigen, wie viel Festen haben wir noch. Fährt irgendwer gerade Richtung Autobahn? Ja, ne? Ja, ja, zwei Audi. So, ich fahre direkt mal auf die Autobahn rauf.
und kommen dann über Autobahn, Strandstraße hinten wieder zum Festival rum. Sag mir bitte nochmal die Audi-Einteilung. Vielleicht habe ich auch einer Molege, einer Serpentinstraße, Strandstraße und einer Festival. So. Letni, wo bist du? Ich bin Molege. Okay. Ich bin Festival. Danke. Letni ist jetzt am Torbogen. Nee, das bin ich. Nein. Falsch. Oh, irgendwer war gerade am Torbogen, irgendein Audi. Ja, ich war's. In den Aufflugwegen ist keiner. Flugplatz Richtung Serpentinen ist auch keiner. Ich fahre mal die Serpentinen runter. RTR in der Umgehungsstraße, aber ich muss. Welche Richtung? Richtung Festival. Dann habe ich mich doch nicht verguckt. Ich wollte nur noch nichts sagen. Ich komme über die Strandstraße, über die Schlucht gleich entgegen. Fährt Richtung Festival. Da kommt auch der Ferrari. Frontal getroffen, der dürfte bleib am Schrott sein. Ferrari Strandstraße. Mustang müsste Richtung Festival außen durch, also Umfahrung sein, aber ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Dann gehen wir auf den Ferrari. Knapp vorbei, Audi. Strandstraße Richtung. Ja. Fährt Autobahnabfahrten in die Richtung. Was? Der Mustang wo ist jetzt die Verfolgung? Der Audi am Kreisel. Okay. Fährt jetzt Richtung Autobahn, fährt auf die Autobahn rauf. Ich komme nach den Steinen auf die Autobahn. Welche Seite fährt er? Richtige Seite, gerade am LKW vorbei, richtige Seite rechts. Weiterhin richtige Seite rechts. Hier Streifen. Am festen Schild vorbei. Ja, da war der andere aber auch gerade. Ja. Okay. Fährt jetzt Richtung Festival runter, fährt. Der RTR oder nicht? RTR. Wir verfolgen gerade beide. Dann bleibt, macht ihr den RTR, ich bleib auch im Ferrari. Ich muss den RTR wieder übernehmen, weil ich kann da mit dem Bronco nicht dranbleiben. Wo ist der RTR? Okay, hat keiner, fährt gerade Molege, ist zu spät. Ja, Molege habe ich mich gerade geportet. Wo fährt er hin? Okay, ja, ist zu spät, er ist irgendwo in Molege jetzt. Wo ist die Hauptverfolgung? Vielleicht an den Driftzone. Mein Gott, an dem Stopp hier. Wie nennt man den Scheiß? Ochsengasse, danke. Da sind wir schon wieder raus aus der Driftzone. Fährt jetzt gleich wieder Richtung Driftzone, schieben wir ihn mal so ein bisschen unter der Brücke in der Driftzone ran an die Wand stehen bleiben, schade. Ist in der Driftzone drinne, etwa die Hälfte jetzt. Sehr schön. Schade. Schön. Ich stehe 1, 2, 3, 4, 5. Audi ist fest. Ferrari. Audi? Ferrari. Ferrari ist fest. Ein Audio nicht, sondern Molege und schauen wir mal nach, ob wir den RTR wiederfinden. Ich glaube, der ist mittlere Hoch. Flugplatz. Schauen auf die Dirtwege nach. Ja, Dirtwege bin ich gerade drinnen. Sorry. Richtung Flugplatz hoch. Du auch? Achso, du auch? Ja. Ja, okay. Der Audi Molege kann ja auch mal die Verbindungsstraße so ein bisschen noch mitnehmen. Bis zur Autobahn. Er fährt auf der Serpentinenstraße Richtung. Ja, jetzt fährt die mittlere Hof von Molege aus Richtung Flugplatz. Flugplatzstraße. Ja.
Nein, kann ich entgegenkommen? Ich komme vom Dirtweg. Uiuiui. Ich komme von der Serpentinenstraße. Nur ganz. Wo ganz seid ihr genau? Auf der mittleren Straße. Er fährt betreten wahrscheinlich. Ja. Nee, fährt weiter hoch. Lass nach fahren. Ja. Ist nass, gell? Das stört ihn. Sind quasi auf der Höhe von den Dirtwegen. Was? Fährt einer rein? Nee, ja. Nein, er fährt weiter Richtung Flugplatz. Ich stehe oben an der Kreuzung. Fährt Richtung Serpentinenstraße. Okay, dann komm ist ich er beim Bronco sorry. Gegen. Ist bei mir nicht sichtbar. Hast ihn, glaube ich, erwischt. Ja, eigentlich hat er mich seitlich erwischt, aber irgendwie hat sie ihn. Er wendet. Fährt jetzt mittler wieder rein. Ja, okay, ich pop mich weg. Ich sehe ihn nicht. Ja, geh doch mal den anderen suchen. Ja, mach ich gerade. Ist Dirtwege geradeaus weitergefahren? Dirtwege? Der ist ja, mittlere also, runter. Ja, mittlere an den Dirtwegen vorbei. Gerade vorbei. Ja, genau so meinte ich. Ist jetzt an der großen oder mittleren Kollege Brücke. Rein. Ist sehr schnell. Das ist der Ferrari, oder? Ja, der Mustang. Wo ist er hin? Richtung Torbogen, Torbogen. Richtung Torbogen? Ja. Nee. Fährt auch Richtung Torbogen, fährt durch den Torbogen durch. Fährt Richtung Autobahn. Ja, da können wir Ivos wahrscheinlich nicht dranbleiben. Fährt unter der Autobahn durch. Richtung Festival. Wenn ihr Schaden habt, repariert euch. Ist. Ja. Drück. 3, 4, 5. Wieso? Ja, fest. Gut gemacht, Pirine. Und ich schieße gerade noch nicht vorbei. Das war einfach nur Glück. Das war brutal Glück. Gefehlt. Wo habt ihr den gepinnt? An der Wand. An der Wand im Festival. Letni hat ihn da hingedrückt und ich bin halt von hinten vollgekommen mit Vollspeed und er stand gerade so passend. Das war absolut lucky. Also sowas kannst du auch nicht planen, glaube ich. In dem Fall war es natürlich von uns geplant, meinst du nicht? Nee, dass ich ihn da zur Seite schubst, das war geplant, voll Kanne. Ich bin zwar als erster in der Wand gewesen, aber egal. Hat ja keiner gesehen. Ich hab mal eben eine Fassrolle gemacht. Gorko. Hast du die Punkte auch bekommen? Ja. Ja. 1000 Punkte für eine Fassrolle. Wenn ihr stehst du auf dem Berg? Ja. Ja. Da ist keiner drin im Dirtweg. Okay. Der Ferrari kommt gerade von den Serpentinen runter Richtung Mittelburg. Bist du dran? Ist er schon auf der Serpentinenstraße? Wir sind auf den Serpentinen Richtung Mittlere. Wo seid ihr genau? Also gleich an der kleinen Brücke Serpentinenstraße. Ich komme entgegen. Okay, da hinten. Also ist mal interessant zu sehen, wie klein das Auto ist, wenn das da hinten so fährt. Ja, ich sehe den Racer nicht. Okay. Brücke rüber Richtung Kollege rein. Bleib und stehen. Die Brücke runter. Fällt da runter? Ja. Okay. Fährt aber weiter. Welche Richtung? Richtung S, hoch gleich. Bronco kommt entgegen. So wie es ausgeht. Ja, fährt das S hoch Richtung Kollege. Ich weiß nicht, ob ich ihn sehe. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, ich sehe ihn auch nicht. Deswegen brauchst du mich doch nicht platt fahren. Ich wollte ja ausweichen. Frontal getroffen. Ich sehe ihn.
Ich okay, sehe ihn nicht. Ich port mich einmal, weil ich nicht sehe. Ja, er ist so fest. Eins. Und nein, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja. Zwei, eins, drei, zwei, vier, fünf, gut. Sechs. Nee. Schön. Schöne Zusammenarbeit, vielen Dank. Mann, da bleibt ja heute wie geschnitten Brot überall, ja? Wenigstens einen sehe ich. Ich habe noch nicht gesehen. Alles gut. Mustang fährt südliche Richtung Torburg. Habt den Ferrari? Dann konzentrieren wir uns auf den Mustang, du bleibst am Ferrari dran. Wenn ich kann. Jetzt unter der Brücke fährt jetzt das S vorbei. Jödweg vorbei, den untersten, obersten auch vorbei. Jetzt in der Kurve. Warte, ich komm von vorne. Ah, war schade. Ich hab dich gar nicht gesehen. Fährt jetzt Richtung Autobahn. Kreuz. Ich komme entgegen. Ja. Fahren weiter. Richtung Autobahn. Kreuz. Und fahren Autobahn Richtung Kreisverkehr. Hm. Der Ferrari ist auch gerade im Kreisel. Kann auch sein, dass es ein roter Audi ist. Nee, das ist Ferrari. Versuch bitte so genau wie möglich zu callen. Versuch jetzt kurz letzte Kurve beim Kreisel. Bahn Richtung Strandstraße Kreisverkehr. Ja, das war klar. Sieht auch durch. Ferrari habe ich. Ich bleib dran, ja. Nee, da ist ein Audi dran. Er hat einen vollen. Aua, hat einen Bus mitgenommen. Ah, scheiße. Kurve ich vorbei, Strandstraße. Fährt Richtung Flucht. Jetzt beim Dreieck. Fahren weiter. Jetzt ist er in die Schlucht reingefahren. Richtige Seite, falsche Seite. Falsche Seite. Er ist abgeflogen. Fährt Brexit Richtung Festival. Boah, der ist so schnell. Und was hat denn dran am RTR, oder? Ja. Wollte bremsen. Ich komm vom Festival-Eingang. Ja. Brücke? Ja, falscher Gang. Wo seid ihr? Genau. Ja, sehe euch. Ausgang, Eingang, also wo? Genau. In diesem komischen Bögen. Jetzt in den anderen Bögen. Ja, oh. Das ist ein Bronco. Leute, das ist ein Bronco. Oh Mann, sorry, ich hab mich gerade 8 Kilometer geschoben. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Zustellen an der Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Jawoll. Ich glaube, der RTR mag den Bronco hinter nicht mehr. Wo ist da. Hast du einen Ferrari noch? Nee, verloren. Wo war er zuletzt? Im Offroad-Weg Richtung Mittlere Straße, aber ich dachte. Vielleicht hat er noch gesehen, dass ich vorbeifahre. Wie lange her? Und dass er umdreht 5 Minuten. Ja. Oder 3 Minuten. Also zu lang. Da geht noch was. Ja, natürlich. Wir haben. Wie lange noch Zeit?
14 Minuten. 9 Minuten. Ja, ja. Hab den Mustang. Oh. Nee, Ferrari. Ferrari, Staudamm Richtung Serpentin. Fährt Serpentinstraße rein Richtung Mittlere. Kommen zwei Evos entgegen. Perfekt. Weiß nicht, ob wir schnell genug sind, aber sind gleich da. Sag, falls er irgendwo abbiegt. Seid ihr schon Haarnadel? Also sind durch die Haarnadel durch. Mittlere Brücke schon vorbei. Jetzt, jetzt bei der östlichen Brücke fährt aber, glaube ich, weiter Richtung Mittlere. Okay, da komme ich jetzt entgegen. Bin jetzt zur Mittlere. Müsste gleich da sein. Fährt Mittlere hoch. Mittlere hoch, sorry. Ihn habe ich aber auch ein bisschen gestriffen. Ja, aber es war Düsing vor dem Herrn, deswegen. Ja, ich habe euch nur hoch nicht getroffen. Mittlere hoch. Jetzt in der letzten Kurve vor den Dötwegen. Och nö. Dötwege vorbei. Ich komme entgegen. Beziehungsweise kommen über die Flugplatzstraße oben. Fährt Richtung Brücke. Ah. Und paar gegriffen. Wird zu langsam sein. Welche Brücke? Fährt große Richtung Brücke. Große Brücke. Also. Jetzt Dötweg. Hä? Bronco voll. Oh, wie close. Okay, Bronco. Was denn? Du bist gerade aufgetaucht. Achso, ja, du kannst ja nichts mehr, wenn deine Sim nicht geht. Seid ihr Serpentinen schon vorbei? Ja. Ich hab hier vorbei. Schon auf der Brücke jetzt. Genau, gleich auf der Brücke. Okay. Jetzt auf der Brücke. Ah! Er fliegt fast selber von der Brücke. Warte. Ich hab angeschubst noch. Ah, oh, der wäre. Da fährt natürlich Autobahn. Autobahn? Ja. Gucken, ob ich vom Festival noch irgendwie mit rankommen kann. Sorry. Ja, passt schon. Fokus ein bisschen rutschig auf der Autobahn. Fährt Autobahn ab Richtung Mollege. Ja. Sehe euch. Da ist der RTR auch. Fährt Richtung Autobahn. Ja, der war jetzt zu schnell. Das wollte ich gar nicht drehen. Schön. Sag mal, ein Dirtweg Richtung Haus. Wir hätten eigentlich geradeaus in den Torbogen schieben können. Ja. Das ist sinnvoller. Oder? Dann hätte er die Hauswand aber nicht bekommen. Stehen bleiben. Ah, falscher Gang. 1, 2, 3, 4. Ja, schön. Habt ihr ihn? Ja. Der Bronco ist heute gefürchtet, glaube ich. Ja, der Richtung. Festival gefahren. Richtung Festival, ja, aber. Den keiner, oder? Der war zu schnell. Ne? Wir wissen halt nicht, ob er nicht Autobahn abgebogen ist. Ja, oder? Der kann im Prinzip jetzt auch überall sein. Was? Der schießt uns mal Flugplatzstraße entgegen. Vielleicht ist er ja Autobahn, große Brücke. Dann könnte ich ihn abfangen. Da kommt irgendwas Schnelles über den Dragstrip, aber kann auch sein, dass es nicht ein Racer ist. Nee, da sind zwei Nissans. Also Greisel ist er nicht rausgekommen. Da hätte ich ihn erwischt. Da ist irgendwas? Nee, ein PC im Greisel. Auch hier oben auf der Autobahnbrücke ist was. Ja, ich. Ich bin also durchgerast unten drunter. Nee, der hier, der Mustang. Oben auf der Brücke. Wo? Also, oben auf der Autobahnbrücke Richtung Kreisel jetzt. Ah, Autobahnkreuz auf der Brücke, meinst du das? Ja, genau. Kommen wir über Kreisel entgegen? Ich komme über Strandstraße entgegen. Ich komme über große Brücke.
Was verfolgst du da? RTR. Okay. Wo ist er? Ich predikte, dass der gleich Strandstraße durchfährt. Falls er das Gott. Nicht tut, bitte sofort sagen. Ich glaube Strandstraße, wenn ich es richtig sehe. Er hat sich vollkommen Ja, er fährt Strandstraße. Ja, ich versuche ihn bei den Klippen abzufangen. Ja, ich kann mich so nur aufhören. Ich habe gerade einen Volltreffer kassiert. Weil der hat ist so schnell, Sichtkontakt? Das ist verdammt schnell. Hat irgendwer Sichtkontakt? Ja. Mit nur einer Coin. Wo? Ist der jetzt auf Höhe Umgehungsstraße? Fährt aber dran vorbei Richtung Schlucht. Okay, ich stell mich in die Schlucht. Sind jetzt beim Dreieck. Dann weiche ich auf die Schlucht zu. Sag mir, welche Fahrspur ich zumachen soll. Innen. Links, jetzt in dem Fall. Sehr gut, du hast ihn getroffen, aber ich glaube, er hat dich nicht gespürt. Fahren jetzt auf den Dragstrip weiter. Vorsicht, ich komme von vorne. Fahren links dran vorbei. Oh. Das war knapp, Alter. So, sind jetzt auf der Abgabelung, fahren ganz außen rum. Ins Festival rein. Cool, wenn jemand kommt, weil ich kann hier nicht callen. Ja, ich... Komm dir vom Festival. Wir sind jetzt beim Hauptfestival, also bei dem Punkt. Ah, scheiße. Fährt aber weiter Richtung Lege. Okay, scheiße. Ja, fährt Richtung Autobahn runter. Ich repariere mich, Kollege. Das ist schnell, das gibt's nicht. Ich sehe nicht mehr. Ich glaube, er fährt die Autobahn hoch. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Doch, da ist er. Er fährt die Autobahn Richtung Kreisel. Okay. Ja. Na, dann predikte ich mal wieder. Nee, diesmal fährt er wieder. Fährt ja, das. Ich glaube auch, diesmal große Brücke. Ich fahre zur großen Brücke. Ist der schnell wieder? Er fährt auch Richtung große Brücke. Ich bin so gut, ne? Ja, war ja auch ein bisschen vorhersehbar. Fährt jetzt auf die große Brücke auf. Mich lobt ja sonst keiner. Jetzt von der Brücke runter. Ja, seid ihr schnell, das ist spannend. Sind jetzt an den Serpentinen vorbei. An der Serpentinenstraße. Das war knapp. Ich habe mich noch ein bisschen zurück, bis ihr da seid, weil... Ja, hielt ihn ruhig mal ein bisschen Richtung Baum, dass er das damit vielleicht ein bisschen ausbremst, dass wir eine Chance haben, ranzukommen. Der war schön, der Treffer. Nein, das war der falsche. Er fährt an der mittleren vorbei. Ich komme vorbei. Eine Minute 20 zur Overtime. Fährt der mittlere rein? Nein, ist weitergefahren, ist in der Blitzerzone, ist gleich am Symbol Blitzerzone. Also wird der Staudamm rauskommen. Wahrscheinlich, ja. Ich versuche ihn am gestrichen. Er bremst immer wieder an. Nee, er fährt weiter Richtung Staudamm. Ja, Staudamm weiter durch, gestrichelt, da weggeschoben. Er schiebt mich auf Bord. An die Brücke kommen wir. An die Leistung, kommst du nicht hin. Bremsen. Lass ihn abbiegen, Ja, ja, mehr als bremsen geht nicht. Ja, ja, ich sag's nur. Fährt jetzt in die Staudammstraße rein. Schau mal, ob ich dranbleiben kann. Sehr gut. Was tut der? Wo ist er? Fährt weiter Richtung. Ist rechts auf Gott, ja. Staudamm. Immer noch auf der Staudammstraße. Ich noch, weil da Overtime. Also, ich habe eine Radio-Zeitverfolgung. Ja. Ja, nochmal frontal. Bleib im Ferrari dran. An der Kreuzung zur Serpentinstraße fährt die Serpentinstraße rein. Vom Staudamm aus. Ich kürze ab und versuche ihm dann gegenzukommen. Sind jetzt in der Haarnadel. Oh, schön. Gehittet. Kommt von der mittleren. Vorsicht, ich bin das erste Auto. Fährt jetzt auch auf die mittlere zu. Vorbeilassen. Ich komme entgegen. Achtung, er ist Offroad, Langsam. Nächste Brücke runter. Okay, er fährt hier hoch, auch okay. Lass ihn vorsichtig und die Brücke hier gleich links runter. Links runter, links frei machen.
Ja, da können die Audis besser schieben. Hey, Ferrari verloren. Überschlägt sich. Er war zu schnell. Wo war er zurückgesetzt? Landet unten. Autobahn Richtung Kreisverkehr, aber ich weiß nicht mehr. Ist wo. Schon Overtime? Ja. Ja, ja. Ja, dann. Okay, das kann ich jetzt wieder geben. Ne, okay. Habe ich nicht mehr. Keine Verfolgung mehr. Dann. No, habe ich nicht mehr. Los. Dann hole ich die mal runter. Hoch. Endlich. Ja. Hallo. Hi. Da ist er doch, Ferrari. War doch auf jeden Fall eine super Folge. Oder wie war es aus eurer Sicht? Ja, das war sehr unterhaltsam. Das war mal was. Chemix und so Broncos haben jetzt ein ganz spezielles Verhältnis. Aha. Nicht? Ja, genau. Ich hatte schon immer ein spezielles Verhältnis zu Broncos, aber jetzt, mein schöner ja. RTR, wie könnt ihr nur? 100% Motor, 100% Lenkung, 100% Kupplung, 100% Getriebe. Ihr habt mein Auto umgebracht. Das ist wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden, wa? Ja, nicht nur wirtschaftlicher, ein emotionaler gleich mit. Ja. Und damit würde ich sagen, guck doch mal in die Videobeschreibung rein, da stehen noch ein paar andere Sichten, habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber doppelt hält besser. Und von daher würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Servus! Tschüss! Hello, tschüss! Ciao.